Hallo, ihr V8-Petroleum-Schnüffler und Trash-Film-Freunde. Jawohl, es ist wieder Donnerstag, es ist soweit, es gibt eine neue Folge der Trashothek. Movie Minutes! Jawohl, normalerweise ist es bei uns bleihaltig, jetzt ist es erstmal benzinhaltig, denn unser wunderbarer Film der Woche heißt American Muscle. Du schuldest, du zahlst. Ja, wie der, das ist ein schöner Titel. Ja, wie der es schon andeutet, er ist ganz im Sinne der 80er Rache-Action-Retro-Welle dabei, obwohl der Film selber ist brandneu. Was man sich darunter vorstellen kann, ist so ein bisschen, geht in die Richtung Perdita Durango, Payback mit Mel Gibson zum Beispiel oder auch die koreanische Variante Oldboy, wo jemand erstmal lange in den Knast kommt und dann rauskommt und nur sagt Rache. Oder auch ein bisschen wie Hobo und der Shotgun. Ja, Hochdauer. Einer meiner totalen Favorites im Bereich Rachefilme ist The Limey, was man jemand kennt, mit Terrence Stamp und Peter Fonda. Auch so frühen 90er. Auch ein sehr schöner Rachefilm, der so ein bisschen angelegt ist, auch an Gary Carter mit Michael Caine, würde auch noch in die Reihe passen. Genau. Aber dieser Film ist wesentlich kompromissloser, noch viel härter als alle bisher genannten. Dreckig, er ist roh, er ist brutal, er ist pornös. Wenn du den Film geguckt hast hinterher, sage ich euch, du fühlst den Sand in deiner Arschritze. Genau, du willst einfach erstmal nur duschen und hoffen, dass du dir nicht irgendeine Geschlechtskrankheit eingefangen hast. Ja. Die letzten 10 Jahre bin ich nur einer Illusion nachgelaufen. Ich bin müde. Was machen Sie, wenn Sie jetzt wieder raus sind? Familie besuchen. Mein Bruder ist wieder raus. Also ich musste manchmal schon ein bisschen schlucken, also er hat schon so seine Momente, aber ich finde, er ist handwerklich einfach auch verdammt gut umgesetzt, es ist ein Erstlingswerk, das muss man. Und das hat mich sagen. So total gewundert hier, ja. Ravi Dhar, klingt so ein bisschen indisch dabei, mit seinem Debüt so eine dichte Atmosphäre zu schaffen, so eine Brutalität, so eine... So ungeschönt. Ja, auch optisch ganz spannend umgesetzt. Er hat auch selber Regie und Kamera geführt bei dem Film, also nicht nur Regie geführt, auch eine Kamera gemacht. Und optisch ist er auch so ganz spannend. Er geht so ein paar Experimente zwischendurch ein. Das kann in der einen oder anderen Szene auch mal so ein bisschen übers Ziel hinausschießen, wo ich dann auch mal denke, manchmal ist hier ein bisschen weniger, wäre schon mal mehr. Aber alles in allem macht es wirklich Spaß. Ich dachte, dass das auch manchmal dem geschuldet ist, natürlich bei so einer Thematik spielen Drogen auch eine Rolle, dass das so dieser Wahrnehmung geschuldet ist, weil einige von denen ja so großartig zugekommen sind. Der Specks, die er da hat in Erinnerung halt. Genau. Aber was ist denn überhaupt passiert? Ja, ach so, das wird man jetzt fast vergessen, vor lauter Begeisterung. Ganz genau, also dieser Hauptdarsteller, gespielt von Nick Principe, der spielt sonst immer nur Monster, weil er ist über 2 Meter groß. Den Chrome Skull in 1 und 2 oder auch Max Seed in Seed 2 zum Beispiel. Ja. Sitzt 10 Jahre im Knast und weiß auch ganz genau warum. Bei einem Überfall ist er von seinen eigenen Leuten in den Rücken geschossen worden dabei, weil er nicht wollte, dass er die Zeugen umbringt. Sie sagt, da liegt überall Stoff, Speed, Koks, egal, und Kohle dazu. Sie wird ihn heil machen. Wir gehen rein und räumen aus. Ein Spaziergang. Es ist ihm egal, ob sie ihn wieder kriegen. Der wieder ins Gefängnis muss. Du weißt doch ganz genau, wer zur Hölle ich bin, hä? Nein. Ihn interessiert bloß, dass du bezahlst. An deinem Hemd sind Blutflecken. Ist nicht mein Blut. Und jetzt will er sich an seiner sogenannten Familie, nebst seiner Frau und seinem Bruder, nur noch rächen und da ganz mächtig die Schrotflinte sprechen lassen. Der Tag der Freiheit ist für ihn auch gleichzeitig der Tag der Wache. Genau. Und dass das Ding kompromisslos ist, das ist von Anfang an klar. Weil er will keine neue Beziehung eingehen, obwohl sich direkt vor dem Gefängnis ihr jemand sich ihm anbietet. Er sagt, nö, ich lebe gar nicht genug, um das jetzt noch großartig genießen zu können. Da weißt du direkt, was los ist. Ja. Und diese Kombination, das irre Rezept in dem Film, ist ja ein bisschen Wut im Bauch, mit Pumpgun in der Hand und natürlich sein 68er Plymouth, was das war. Genau, unterm Arsch und dann geht's zurück. Ja. Genau. Und immer den Wahlspruch im Kopf, du schuldest, du zahlst. Thank you.
gibt auch kein Pardon. Pardon. Es gibt auch kein Happy End. Ja. Nicht wirklich. Also wunderbarer Film, ich finde ihn gut, also gut in dem Sinne, wenn was so hart ist, aber ich habe ihn gerne geguckt dabei. Mein Lieblingsspruch war noch, der ist relativ am Anfang in dem Film dabei, mein Mann und ich, wir waren auch 20 Jahre glücklich, bevor wir uns dann kennengelernt haben. Ach, das war die in dem Cabrio am Anfang. Ja, ganz genau. Genau, ja, das ging ja dann auch schon direkt, zur Sache. Ach so, apropos zur Sache. Genau, gehen wir zur Sache. Bewertung. Genau. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja, nix fürs erste Date ist dieser Film definitiv. Eine 5 von 5. Weil das Ding hat so viel Brutalität und vor allen Dingen Selbstzerstörung. Ja, und auch Sex, der nicht immer erotisch ist. Da willst du wirklich ein Ganzkörperkondom tragen. Der Bierdeckelfaktor, da haben wir eine 4 von 5. Denn es geht ja um nichts schlichter, es geht eigentlich nur darum, Rache, fertig. Es gibt einen oder kleinen Flashback und kleinen Plot noch am Rande, aber der dient auch eigentlich nur dazu, die Motivation der Rache zu erklären. So, der Blutamat-Wert, eine solide 3, vielleicht sogar eine Tendenz eigentlich höher dabei. Es wird wirklich fies ins Gesicht geschossen. Ohne dass die Kamera wegschwenkt, das ist also wirklich gnadenlos. Allerdings sieht man hier und da ein bisschen den digitalen Effekt. Ja, Sexorama. 3. Eine 3, aber eine sehr schmutzige 3. Echt eine richtig schmuddelige, dreckige. You don't get a hard on this. Ach, 3, aber sowas von. Ja, Trashpegel, wir haben lange hin und her überlegt, weil eigentlich ist es ein handwerklich sauber gemachter Film. 3,5. Ja, wir sind mal wieder bei den Kommawerten angekommen, weil wir konnten uns zwischen 3 und 4 nicht entscheiden. Genau, und bevor es dann zu lange dauert, machen wir halt das. Genau. Ja, da kommen wir zu einer Summe mit 19 Punkte? Nee, 18,5. Ach, stimmt, nehmen wir das zurück. Weil bei einem 0,5 sollte auch das Ergebnis 0,5 sein. Ja, du hast recht. Und landen bei 3,7. Ich finde den Stift gerade nicht. Das macht nichts, ich bring einen. Okay, da sind wir wieder. Es ist live. Wird auch nicht nochmal gemacht. Genau, 3,7. Und damit sind wir, oh mein Gott, wir haben einen neuen zweiten Platz. Was? Tatsächlich. Also wir haben jetzt momentan, das ist ja schon laut, ne? Also wir sind mit 3,7, ist American Muscle auf Platz 2 unserer Ball of Trash. Aber das ist genau das, was ich doch immer angedeutet habe. Wenn du in einem Film, also in unserem Wertungssystem, wenn du in einem Film die Fäuste sprechen lässt und noch ein paar Titten zeigst, bist du ganz weit vorn. Also Leute, wenn ihr gut auf unserer Wand sein wollt, ihr müsst alles drin haben. Also nur ein paar Monster und ein paar lustige Modelle reicht nicht. Da muss auch schon Sex dabei sein und Blut und Gewalt und Action. Ja, also wenn ihr mal in so einer richtigen, die Welt ist scheiße, ich hasse Menschenstimmung seid, ist das euer Film. Genau. Okay, also angucken, viel Spaß damit und nächste Woche wieder reinschauen. Genau, bis dann.